Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Eli, welche Icon-Swap-Spieler empfiehlst du? Warum meinst du den Spieler? Warum soll ich nicht ihn nehmen? Warum soll ich nicht ihn nehmen? Habe ich mir gedacht, mache ich mal ein Video dazu. Und immer wenn mich Leute im Stream fragen, können sie sich dieses Video hier angucken. Und generell die Leute, die es interessiert mit diesen Icon-Swaps, die können sich dieses Video hier gerne angucken, weil ich kann schon mal so viel sagen, diese Season, heiße Season, ist auf jeden Fall besser als die letzte Season. Für die, die nicht wissen, was Icon Swaps sind, gut ausgesprochen, Icon Swaps, Halt die Fresse. Das sind irgendwie, ihr bekommt eine Ikone, also ihr könnt... Halt die Fresse. Wie heißt das? Übrigens, für die, die es gar nicht wissen, die findet ihr hier drunter unter Squad Building Challenges und dann bei Icon Tausch. Und dann sind halt hier die ganzen Ikonen, die da zur Verfügung stehen, also wo das angeboten wird, hier aufgelistet. Und die Ikone ist untauschbar, ihr könnt sie dann nicht wieder abgeben. Deswegen müsst ihr euch das wirklich überlegen, was ihr macht. Es gibt jetzt hier auch ein Icon Pack, ein mittleres Icon Pack. Ihr könnt eine mittlere Ikone ziehen. Dafür müsst ihr 18 Tokens einlösen, dazu komme ich später dann nochmal. Ich zeige euch jetzt einfach mal die ganzen Spieler und sage euch dann zu meine Meinung. Und lasst auf jeden Fall ein Like auf das Video da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ist kostenlos für euch, mich unterstützt. Vielleicht knacken wir wieder die 3000 Likes, würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt seht ihr auf jeden Fall das Team. Ja Leute, das sind die, ich glaube es sind 21, die 21 Spieler, die zur Auswahl sind, die EA gestellt hat. Und ich will das Video gar nicht so lange machen. Wir fangen mal an, okay? Wir gehen jede einzelne kurz durch und bei denen, die ich machen würde, sage ich dann eher was dazu, okay? Wir fangen hier hinten an. Das ist auch ein bisschen gelistet mit die Startelf. In der Startelf sind die Spieler, die ich höchst, also sehr wahrscheinlich machen würde. Aber dann gibt es auch nochmal ein paar, die ich... Also, Coman würde ich nicht machen. Da gibt es einfach bessere Ikonen, Freunde, in der Innenverteidigung. Und ich weiß nicht, da braucht man, glaube ich, auch nicht so viele Tokens. Aber trotzdem, den würde ich schon mal nicht machen. Nakata würde ich nicht machen. Da gibt's diese ganzen Karten sind nicht schlecht, Freunde. Versteht mich nicht falsch. Aber für den Aufwand, da könnt ihr einfach bessere Karten nehmen. Ich denke, auch niemand von euch würde Coman und Nakata machen. Jetzt ist so der erste Spieler, wo man schon mal sagen könnte, okay, der ist gar nicht schlecht. Aber es ist Clarence Seedorf. Den kann man machen, Freunde. Ich habe den selber sogar schon gespielt. Ich muss aber sagen, dass ich den nicht so gut fand. Er ist klein, das ist nicht so schlimm in FIFA 20. Aber irgendwie hat da was gefehlt, fragt mich nicht was. Das ist ganz kurz nur, nachher gehe ich detailliert auf die Spieler ein, die ich auch machen würde und warum. Pires, Leute, ich habe den noch nie gespielt, ne? Der hat an sich keine schlechten Werte, aber was den halt wirklich nicht so geil macht, ist seine Schusswerte. Der hat 86 Abschluss, was nicht schlecht ist, aber 78 Fernschüsse und 77 Schusskraft. Das ist es nicht. Rijkaard will ich nicht so viel zu sagen. Der hat 48 Ballons und 64 Beweglichkeit, 75 Ausdauer. In meinen Augen ist er die schlechteste Ikone von diesen ganzen Ikonen, die man hier abbekommen kann. Moore zu langsam, meiner Meinung nach. Sonst nicht schlecht, aber einfach für einen Innenverteidiger zu langsam. Muss ich nicht viel zu sagen. Sokrates hatte ich auch schon und kann ich euch gar nicht empfehlen. Diese 56 Ballons, das merkt man übertrieben krass bei ihm. Was ganz cool ist, dass er 5 Sterne Weakfoot hat. Aber Leute, gebt nicht eure Tokens ein für Sokrates ein. Da könnt ihr viel bessere machen. Fernando Hierro. An sich keine schlechte Werte, wie eigentlich alle, außer Rijkaard. Aber haut auch nicht um. Da ist so ein Varane, Leute. Varane ist da tausendmal besser. Eder Militao, Champions League wird da besser sein und es lohnt sich da einfach nicht, diese Tokens dafür einzulösen. Barnes. Habe ich noch nie gespielt in irgendeinem FIFA, um ehrlich zu sein. Kann ich nicht so viel sagen, außer halt auf seine Karte da. Und die hat, also ich kann nur auf seine Werte eingehen und die hat an sich keine schlechten Werte. Der ist schnell, der kann sehr gut schießen. 89 Fernschüsse, 86 Schusskraft, 88 Abschluss. Der hat Ausdauer mit 88, der hat 86 Stärke, also ich habe den auch noch nie gegen mich, glaube ich, spielen sehen. Ich kann da wirklich nicht so viel zu sagen, ich kann es direkt vorne wegnehmen. Ich habe mir überlegt, hier Figo, also Figo, wenn ihr einen Außenspieler da machen wolltet oder so, dann würde ich euch, wenn überhaupt, empfehlen, Figo oder Barnes, die haben ähnliche Werte. Die haben wirklich fast ähnliche Werte, also müsst ihr einfach mal gucken, aber wie gesagt, würde ich auch noch nicht machen. Lineker,
auch noch nie gespielt, an sich richtig geile Karte. 95 Abschluss, 88 Schusskraft, 86 Fernschüsse, 85 Ausdauer. Der hat auch keine schlechten Werte, was da ein bisschen reinscheißt, ist 3 Sterne Skills. Aber man braucht nicht unbedingt viele Skills in diesem FIFA. Aber er hat halt auch keine 5 Sterne Weakfoot, was ein bisschen scheiße ist dann. So Leute, und jetzt geht's los. Jetzt kommen wir zu den Spielern, die ich machen würde, die in die engere Auswahl auf jeden Fall kommen. Und da gibt's auch nochmal so 3 Spieler, die ich auf jeden Fall hervorheben will, okay? Was ich auch noch sagen wollte, es gibt Spieler, die kosten 18 Tokens oder 21 Tokens oder so. Und es gibt Spieler, die kosten 5 Tokens. Da könnte man denken, okay, dann, wenn ich 20 Tokens habe, dann kann ich mir ja 4 von zum Beispiel hier irgendwelchen holen. Aber die sind dann halt auch nicht so cool, ne? Oder ihr holt einen für 20 Tokens. Ich glaube, Essien, Vieira und Ronaldinho sind die mit 20 Tokens. Aber da will ich nichts Falsches sagen. Guckt euch das auf jeden Fall einfach bei der SBC an. Zu Van der Sar, Freunde. Ich kann euch dazu eins sagen. Van der Sar war die letzten Jahre immer der beste Torwart im Spiel. Er war besser als die Tottis, fand ich. Persönliche Meinung. Und ich kann den euch nur wirklich nur empfehlen. Und zwar ist der 89er auch besser als der 91er, weil der irgendeine Eigenschaft hat, der den 91er nicht hat. Aber ich weiß nicht mehr genau was. Auf jeden Fall spielen die meisten Profis den 89er, damit ihr das mal gehört habt. Als nächstes würde ich Raul machen. Raul sieht an sich nicht schlecht aus. Was ein bisschen scheiße ist, ist, dass er keine 5 Sterne Weakfoot hat. Und bei einem Offensivspieler ist es meiner Meinung nach das Wichtigste. Das ist viel wichtiger als Skills. Aber der hat keine schlechten Werte. 86 Antritt, 86 Sprintgeschwindigkeit. Also, und das, was ich zu ihm sagen kann, ich habe den in FIFA, also letztes Jahr hatte ich den. Und dann letztes Jahr fand ich den sehr gut. Aber da hat er halt ein bisschen Kopfballpräzision und so noch. Also der konnte, wie ihr schon seht, einigermaßen hoch springen und Kopfball. Und das war in FIFA 19 sehr wichtig. Aber dieses Jahr ist es nicht mehr so wichtig. Auf jeden Fall ist er Platz 10. Als nächstes würde ich Figo machen. Um kurz was zu Figo zu sagen. Ich kann es vorne wegnehmen. Er ist jetzt kein Brecher. Er ist einfach eine solide Karte. Er hat 4 Sterne, 4 Sterne. Was nicht so cool ist. Er hat aber eine ganz okay Ausdauer. Und Abschluss 89, Fernschüsse 87, Schusskraft 81. Also den kannst du easy auf den rechten... auf der rechten oder linken Mittelfeldkante spielen. Und jetzt kommen wir zu den besten Icons. Da bin ich immer so zwiegespalten. Da kommt es halt wirklich drauf an, wen ihr da so braucht. Also ich kann euch eins sagen, dass Campbell ein absolutes Monster ist. Der Typ steht da in der Abwehr wie so ein Stein, ne? Der hat 95 Stärke. Der ist schnell. Also der hat 77 Antritt, 83 Sprintgeschwindigkeit. Und guckt euch mal seine Defensivwerte an. Aber Leute, was da ein bisschen problematisch ist, ihr merkt es auch, der ist wirklich wie ein Stein. Der kann sich nicht drehen und so. Und der kann auch nicht gut passen. Aber wenn ihr so einen Brecher haben wollt, kann ich euch Campbell empfehlen. Hatte ich dieses Jahr noch gar nicht. Aber letztes Jahr war der sehr gut und ich habe von vielen gehört, dass der wieder sehr gut sein soll. So, dann würde ich als nächstes Ronaldinho spielen. Jetzt könnten welche sagen, Ronaldinho hätte schon viel früher gemacht, also weiter hinten gerankt. Aber Leute, bei Ronaldinho, er hat nicht die beste Karte, er ist nicht so schnell, er hat keine gute Ausdauer. Aber wisst ihr, was ihr mit denen habt? Ihr habt mit diesem Mann Spielspaß. Der Typ hat 5 Sterne Skills und er führt die Tricks ein bisschen anders aus. Zum Beispiel sein Elastico führt er unglaublich aus. Und damit habt ihr einfach Spaß, wenn ihr FIFA nicht so krass ernst nehmt. Wenn ihr da einfach nur ein bisschen spielen wollt, ein bisschen rumtricksen wollt, da kann ich euch Ronaldinho nur ans Herz legen. Das sieht auch voll geil aus mit seiner Karte, weil in-game sieht es voll, also seine Bewegungen, jeder der Ronaldinho hat, weiß was ich meine. Seine Bewegungen sind richtig geil, der kann auch mal ein Tor schießen, den auf der 10, der macht richtig Bock. Ist aber so rein spielerisch nicht die beste Wahl. Da habe ich mir jetzt mich schwer getan, aber es ist... An nächster Stelle Zambrotta. Zambrotta hatte ich selber schon dieses Jahr in meinem Main-Team und es ist eine absolute Kaufempfehlung von mir. Es gibt in meinen Augen bis jetzt noch keinen besseren Rechtsverteidiger außer Carlos Alberto, aber der ist übertrieben teuer für einen Rechtsverteidiger. Also Preis-Leistung ist Zambrotta auf jeden Fall, denke ich, der beste, wobei Semedo auch nicht schlecht ist, aber egal. Zambrotta ist eine absolute Kaufempfehlung von mir. Der hat 5 Sterne Weakfoot, der kann richtig gut passen. Der kann sogar ein bisschen schießen, der hat 72 Schießen, was man manchmal auch vorne braucht. Der ist übertrieben schnell, er hat 90 Ausdauer, er ist nicht krass klein, er ist 1,81, also der kann auch mal ein Kopfballduell gewinnen. Und wirklich von mir einfach nur, da macht ihr gar nichts falsch mit Zambrotta. Er war bis jetzt der beste Rechtsverteidiger, den ich in FIFA 20 gespielt habe. Und jetzt kommen wir zum nächsten Spieler. Es ist
Hernández. Hernández, Leute, der passt sehr gut ins FIFA 19, in die FIFA 20 Meter. Der ist klein, was heißt der ist klein? Der ist mittelgroß, ist krass beweglich mit 93, Balance 85, Ausdauer 82 und hat halt Antritt 94, Sprintgeschwindigkeit 91. Aber wir kommen jetzt zu seinem großen Manko, was ihn auch wirklich nach unten kloppt. Und zwar ist das 3 Sterne Weak Foot. Der Typ hat 3 Sterne Weak Foot und das heißt, ihr könnt immer, wenn ihr mit ihm schießt, müsst ihr eigentlich immer auf den rechten Fuß von ihm gehen, sonst funktioniert das nicht. Weil 3 Sterne Weak Foot, das merkt man schon krass, wie viel schlechter die dann mit den Karten schießen, mit dem Fuß schießen. Ja, dann, wenn ihr den da auf dem rechten Mittelfeld habt, Leute, da macht ihr nicht wirklich viel falsch. Da könnt ihr immer mit rechts kurz stramm in die Ecke kloppen, der hat 91 Abschluss. Und dribbeln kann der Mann auch, also macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Und jetzt kommen wir zu den 4 Spielern, die wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut sind. Und wo ich mir auch mich schwer getan habe, die zu ranken. Aber als nächstes würde ich Patrick Vieira machen. Manche würden den an die erste Stelle kloppen, aber Leute, ich weiß es, weil ich den schon hatte. Ich hatte schon den 86er und den 88er und der 86er ist viel, viel schlechter als der 88er. Der 86er ist nicht schlecht, aber da ist, man merkt es so krass, wie der Unterschied zum 86er und 88er ist. Und der macht schon Faxen, der 86er Vieira, das muss ich schon sagen. Der ist krass, versteht mich nicht falsch, ist einer der besten Karten hier. Aber ich glaube, dass der auch 21 Tokens kostet und das ist dann auch schon sehr hart. Und da würde ich euch also wenn ihr mich fragt, Vieira oder Blanc, dann würde ich euch diesen Blanc hier empfehlen. Das ist so ein kleiner Mini-Hullet, ja. Der kann alles, guckt euch die Werte an. Der ist einigermaßen schnell, der kann gut dribbeln, der kann ganz gut schießen für einen Mittelfeldspieler, der kann verteidigen, der kann okay passen. Also das ist wirklich einer der Karten, die ich euch allen ans Herz lege. Den habe ich selber schon gespielt, auch in diesem FIFA. Und der war wirklich, wirklich sehr, sehr gut. EA macht mit Absicht nicht die krassesten Icons rein. Aber da macht ihr, wie gesagt, auch nichts falsch. Und wenn ihr diese Karten umsonst bekommen könnt, dann würde ich euch auf jeden Fall auch Blanc empfehlen. Das ist eine absolute Maschine. So, und jetzt kommen wir zu den beiden Spielern, die ich an erster und zweiter Stelle packen würde. Und zwar, das ist jetzt Geschmackssache. Wenn ihr einen Stürmer braucht, Leute, dann nimmt Del Piero. Del Piero, also wirklich, ich glaube, dass diese Karte komplett gestört ist. Die war letztes Jahr schon heftig. Die hat 5 Sterne Weak Foot. Der hat 93 Abschluss, 87 Fernschüsse. Dieses 73 Balance ist fake. Ich weiß, wie der sich dreht und dribbelt und so. Der ist voll klein und voll beweglich. Also es ist richtig eklig, den zu verteidigen. Der hat 85 Ausdauer, 94 Dribbling, 94 Ballkontrolle. Wenn ihr den am Strafraumrand anspielt, er 5 Sterne Weakfoot hat, mit 93 Abschluss und 87 Fernschüsse, knallt, ist es egal, ob ihr mit links oder rechts schießt, der Ball wird gefährlich aufs Tor kommen und das ist der beste Stürmer, den ihr in diesen Icons Rapstar Teil 2 machen könnt, auf jeden Fall. Ich habe mir sogar überlegt, diese Karte sogar zu kaufen für mein Main-Team. Und jetzt ist die hier rausgekommen. Also ich musste auch überlegen, ob ich den vielleicht nicht selber mache. Jetzt kommen wir zum Sechser. Den habe ich noch nicht gespielt, aber ich habe den Baby gespielt. Und der Baby war ja schon richtig gut. Also ich habe diese Karte noch nicht gespielt, aber ich glaube, dass sie komplett, komplett krass ist. Es ist wie ein Vieira, nur in klein. Und die Größe ist dieses Jahr nicht so wichtig. Leute, es ist Essien. Der Typ hat 87 Antritt, 84 Sprintgeschwindigkeit, 94 Ausdauer, 90 Defensivbewusstsein, Abfang 93. Was er nicht kann, ist halt so Kopfballpräzision. Das ist sein schlechtester Wert bei Defensive. Sonst ist alles 90 oder drüber. Der hat 88 Ballkontrolle, was ein bisschen kritisch, glaube ich, ist bei ihm das Dribbling mit 78. Beweglichkeit ist nicht so schlimm, weil er Balance hat und er ist klein, das merkst du nicht so krass. Kurzer Pass 91, langer Pass 86, Fernschuss 6, also du kannst auch mit dem mal von hinten raufkloppen, der hat nicht den besten Abschluss, wie ihr seht, mit 68, aber Fernschüsse 86 und Schusskraft 87 reicht auf jeden Fall aus, um mal von der zweiten Reihe ein Tor mit ihm zu machen. Also ich glaube, Essien wäre die Karte, die am ehesten spielen würde von diesen ganzen Icon-Dingern. Um es nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, es kommt halt drauf an, wie ihr die Spieler braucht, ob ihr einen Stürmer braucht, ob ihr einen Mittelfeldspieler braucht, ob ihr einen Abwehrspieler braucht. Auf jeden Fall ist es Del Piero an erster Stelle, Essien, also alle eigentlich auf einer Stufe. Del Piero, Essien, Blanc,
Campbell. Die und Vieira eigentlich. Und wenn ihr richtig große Eier habt, dann macht es, das würde ich sogar eigentlich jedem empfehlen. Da hat man auch ein bisschen noch, da hat man noch ein bisschen ein geiles Pack. Und zwar ist es das mittlere Icon Pack. Leute, was man da alles ziehen kann, ist nicht mehr normal. Ihr könnt 95er Pelé ziehen, ihr könnt 94er R9 ziehen, ihr könnt einen Eusebio ziehen, ihr könnt einen Vieira ziehen, ihr könnt einen Hulle ziehen. Also, wenn ihr da ein bisschen Risiko geht mit dem Ding hier, ihr braucht halt, wie viele braucht man davon? 18 Stück. Wenn ihr da ein bisschen Risiko geht, ne, da könnt ihr aber da komplett alles raus eskalieren, was da alles kann, kommen kann. Und ihr könnt ja da trotzdem so einen Del Piero ziehen, zwar kein 92er, aber den 90er. Es ist... Also wenn ihr meine Einschätzung hören würdet, würde ich persönlich dieses Pack hier machen, an erster Stelle, und danach die ganzen, wie ich es euch halt gesagt habe, wenn ihr ein bisschen Risiko haben wollt in euer Leben. Ja Leute, das war's vom Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like auf das Video da, abonniert den Kanal kostenlos. Wie gesagt, wir zielen die 3.000, 4.000 Likes an, vielleicht schaffen wir es ja. An erster Stelle das Icon Pack. Also das mittlere Icon Pack und danach die Reihenfolge habe ich jetzt schon 40 Mal gesagt. Macht es, wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach im Stream rein. Und das war's jetzt von dem Video, Freunde. Haut da rein. Ja.